Meine Damen und Herren, Sie hören die heutige 48. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Man glaubt es kaum, 48 Sendungen, 4 Jahre ist her, seitdem die erste Sendung ausgestrahlt worden ist. 4 Jahre mit ganz, ganz interessanten Gästen, ganz interessanten Themen. Und ja, regelmäßige Hörerinnen wissen es, ich mache immer nach jeweils 12 Sendungen. Einen Rückblick auf das letzte Sendungsjahr oder im Rahmen der 12. Sendung, sagen wir so. Und auch heute ist wieder soweit, bei der 48. Sendung möchte ich mit Ihnen einen Rückblick auf das letzte Sendungsjahr machen und die Gäste des letzten Jahres zu Wort kommen lassen. Und hier möchte ich mit Oskar Hermes Gastro starten. Er war in Sendung Nummer 38 bei mir zu Gast und da ist gegangen um das Thema Glücklichsein. Und er hat ganz was Interessantes gesagt zur Begründung des Menschen. Dass Menschen eine bestimmte Begründung haben. Also wenn sie sagen, ja, ich will mich entfalten, indem ich ein Haus habe und eine gute Arbeit habe und eine Familie. Es gibt noch Gründe dazu. Es gibt bestimmte Sachen, bestimmte Werte, die diese Personen haben, um das auszusuchen, um nach diesem Leben zu streben. Ich bin der Meinung, dass genau diese Werte, diese Begründung, wieso ich mich in dieser anderen Richtung entfalten will, diese Werte sind es genau, die Komponenten, die ich als glücklich sein sehe. Also die Werte, wieso ich Kinder haben will, weil es gibt sicher Gründe, wieso. Es gibt einen Grund, wieso ich ein bestimmtes Haus und nicht eine Wohnung haben will. Es gibt auch einen Grund oder mehrere Gründe, wieso ich einen Job machen will und nicht einen anderen. Und ich glaube, die Summe dieser Werte, manchmal diese Freiheiten, das genießen zu können, das alles trägt bei, glücklich zu sein. Ja, ich finde es immer wieder ganz interessant, die verschiedenen Blickwinkel auf ein Thema. Weil das, was der Oskar da als Glücklichsein bezeichnet, würde ich als Existenzanalytiker eigentlich ein sinnvolles Tun nennen. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, mir geht es bei dieser Senderei immer wieder um das Konzept des Sinns nach Viktor Frankl. Und Sinn wäre in diesem Konzept die jeweils beste Möglichkeit in der jeweiligen Situation. Und Sinn wäre einfach Werteverwirklichung. Das heißt also, das zu tun, was Ihnen wichtig und wertvoll wäre. Und meine Damen und Herren, da schließt sich der Kreis, weil da wären wir genau bei dem, was der Oskar Glücklichsein nennt. Jetzt habe ich Ihnen gerade noch unterschlagen, so die heutige Musik in der Sendung, die kommt zum einen von der Gruppe Hochideen. Die Hochideen waren in der letzten Sendung zu Gast bei mir. Also zu Gast nicht jetzt in dem Sinne, also zu Gast waren Leute aus dem Verein Emmaus, aber immer wieder eingespielt worden ist Musik der Gruppe Hochideen, die auch diese Musik freigegeben haben für diese Sendung. Also damit darf ich sie auch heute spielen. Zum Zweiten werde ich immer wieder Musik der Gruppe Trio Tangango spielen. Trio Tangango war bei 2 Sendungen als Musikuntermalung mit dabei, bei den 2 Sendungen, wo es um den Kongress der GLE, der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, heuer gegangen ist. Also dieser Kongress hat das Thema Sucht, Wege aus dem Verfallensein als Titel gehabt. Und da lassen wir doch noch einmal Oskar zur Sprache kommen, wo es einfach auch noch einmal um das Thema Glücklichsein geht, aber angebunden bei ihm als Person. Mit der Frage, was machst du gerne? Ich mache gern Sachen, die mich glücklich machen. Darunter zählen, mich mit Freunden unterhalten, austauschen, mit meiner Familie telefonieren. Das passiert meistens Wochenende, aber auch unter der Woche. Kochen, essen, Musik hören und Musik je nach Moment des Tages oder nach Jahreszeit. Ich habe einmal für eine Freundin von mir 2 CDs, CD-Compilations gemacht. Für die Beate. Und die 2 Titel der CDs waren traurige Musik für sonnige Tage und glückliche Musik für regnerische Tage. Also ich genieße einfach sehr gern die Musik und die Stimmung, die Jahreszeiten mit sich bringen. Bin der Meinung, eben im Frühjahr, im Sommer, wenn die Temperaturen höher sind, wenn die Sonne scheint,
Da ist man von Natur aus ein bisschen lebendiger. Im Herbst ist es ein bisschen anders, man ist ein bisschen ruhiger, man isst mehr zum Beispiel, man bewegt sich ein bisschen weniger. Und ich bin der Meinung, das ist alles Teil von einem Kreis. Und eben so genieße ich es manchmal. Also ich suche eine Art Ausgleich in der Musik, in der Stimmung. Und ich versuche auch zu genießen, wenn ich traurig bin. Und ich versuche auch zu genießen, wenn ich glücklich bin. Manchmal teile ich das. Traurig sein teile ich nicht so gern. Manchmal muss man es mit jemandem teilen. Mit Gesprächen, mit Bewegung, mit Nähe, mit Wärme zum Beispiel. Und was tue ich sonst noch? Also essen, kochen, mit Leuten planen, Musik hören. Ich habe eine Weile lang Musik gemacht. Jetzt mache ich keine neue Musik, aber spiele ich sehr gern auch Ukulele. Oskar spricht ja ganz viel von Musik, also glaube ich, passt jetzt wieder ganz gut. Eine Musik, diesmal vom Trio Tangango und der Titel, ganz interessant, es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein. Meine Damen und Herren, in der heutigen 48. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch mache ich einen Rückblick auf das letzte Sendungsjahr und ich versuche mal, dass alle Gäste, die bei mir in der Sendung waren, zu Gast auch heute sein werden, in Form von kurzen Ausschnitten aus den Sendungen. Ja, wer nicht in der Sendung vorkommen wird, wird sein Personen, mit denen ich Interviews im Rahmen des Kongresses der GLE, der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, gemacht habe. Und dieser Kongress mit dem Titel Sucht Wege aus dem Verfallensein, der hat ja letztes Jahr in Salzburg stattgefunden und den können Sie gerne noch einmal nachhören. Gehen Sie einfach auf die Homepage www.sinn-los.at und dann /sinn-los. Da finden Sie nähere Informationen zur heutigen Sendung und auch
die Links zu den ganzen vergangenen Sendungen. Und wie gesagt, da kommen es auch zu diesen zwei Sendungen, zu den Sondersendungen, zu den Kongress. Und glaube ich, waren auch ganz spannende Beiträge. Ja, aber wir waren jetzt vor der letzten Musik bei der Frage, was machst du gern? Und diese Frage habe ich ja mehreren Personen gestellt. Also wo ich sie zum Beispiel auch gestellt habe, war bei der Sendung Nummer 41. Bei der Sendung Nummer 41 war bei mir zu Gast Peter Recheis. Und es ist gegangen um das Thema berufliche Neuorientierung, Veränderung. Und Folgendes hat er auf die Frage gesagt, was machst du gern? Ich bin gern ein freier Mensch, ich tue gern meine Sache und nicht vorgegebene Sachen, so wie man so oft im Verkauf oder bei Schulungen lernt, das gehört so gemacht, das gehört so gemacht, dann würden ja alle nur mehr verkaufen. Also irgendwas funktioniert ja nicht ganz, also unbedingt meinen eigenen Weg gehen und frei sein, einfach ein freier Mensch und mehr Zeit mit der Family, ganz, ganz wichtig. Meine Damen und Herren, bei dieser Sendung Nummer 41 ist es ja gegangen um berufliche Neuorientierung. Peter Recheis hat sich verändert, war zuerst Verkäufer und hat sich dann selbstständig gemacht als, ich würde mal sagen, fahrender Verkäufer. Ja, also die Branche vielleicht, oder sagen wir die Branche schon stark gewechselt, zuerst im Autoverkauf und dann im Lebensmittelverkauf, aber trotzdem, ich würde mal sagen, ganz, ganz was anderes. Und wie weit zurück vielleicht solche Überlegungen auch reichen können, sagt er uns so im Folgenden. Ich weiß es noch ganz, ganz genau. Das war im Jahr 2011. Da war ich in einer Firma angestellt und da ist eine Zeit lang alle Tage jemand gekommen mit der guten Jausen. Zur gleichen Zeit. Für ihn zur falschen Zeit, was da dem Geschäftsführer nicht gepasst hat, weil da die Leute leider vom Arbeiten abgeholt worden sind. Ab da weg habe ich mir gedacht, Wahnsinn, ich muss gerade so sagen, der Hundling, der kommt daher, die Leute wissen das und die Leute passen und warten auf ihn, bis sie was zum Essen kriegen. Und das nicht einmal so günstig war das bei ihm, das Essen. Und trotzdem hat es funktioniert. Ab da weg dann, zu meinem Kopf ein paar Sachen mal dumm gespielt oder verfolgt, bis ins Jahr 2012. Da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, in der Firma, wo ich angestellt war, in den Außendienst zu wechseln. Habe ich ja dann gemacht oder auch die Chance gekriegt dafür. Bin nach einem Jahr draufgekommen, dass das wirklich ein Wahnsinn ist, was da gemacht worden ist, auch mit mir. Da ist ein bisschen mehr schiefgegangen. Und die Verantwortung, was man da auch gehabt hat, ist gigantisch gewesen. Und bin dann von dem Sektor weg in einen anderen gewechselt. Bin aber noch bei Autos geblieben und habe ab da weg eigentlich ab 2011 immer den Gedanken gehabt, mich zu verändern, was selber was zu machen oder einfach einen Beruf zu finden, wo ich Fuß fassen kann und wo ich lebe, wo ich einfach aufblühe. Generell habe ich natürlich diese Frage, was machst du gerne, jedem Gast gestellt, der bei mir hier in der Sendung war. Sie wissen ja, ich mache am Anfang so den, wie ich es einmal nenne, existenziellen Steckbrief, wo ich Ihnen einfach ein bisschen ermöglichen möchte, näher zur Person, die hier bei mir im Studio ist, dran zu kommen. Weil ich glaube, je näher wir rankommen an die Person, desto greifbarer oder desto interessanter für uns, desto näher wird das Thema, mit dem diese Person kommt. Und hierzu möchte ich gerne auf die letzte Sendung noch einmal kurz auszugsweise hinschalten. Sendung Nummer 47. Und bei dieser Sendung waren bei mir Karin Kanatze, Benedikt Zecher, Melanie Musner und Mo Bloms und es ist gegangen um das Thema Wege aus der Sucht, Achtsamkeit. Also was ich jetzt gern mache, wo ich durch das, dass ich jetzt schon seit 18 Monaten abstinent bin, an meinem kranken Kopf habe, nach 56 Jahren Substanzeinnahme, Ich helfe gern. Ja. Ich helfe ganz einfach gern. Und mir macht es zum Beispiel Spaß, bei einem Auslandsprojekt als Arbeiter dort hinfahren und dort arbeiten. War jetzt einmal in der Ukraine, einmal war ich bei EMAS Spanien, hab dort dann ein Workcamp gemacht. Ja, und das erfüllt mich ganz einfach. Was ich mir eigentlich früher nie gedacht habe, nicht? Solange ich unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen gestanden bin, war ich eher als Egoist unterwegs, nicht?
Ja, und das macht mir Spaß vor allem und mache ich gern. Was machst du gern, Karin? Also ganz spontan ist mir so jetzt kommen, so Zeit mit meiner Family zu haben, mit den Kindern. Irgendwie das vergeht so schnell, diese Zeit, und die so ganz bewusst zu genießen. Und andere Sache, wo ich so jetzt die letzten Jahre sehr draufgekommen bin oder was mich sehr innerlich erfüllt und wo auch so ein Gebiet ist, wo ich das Gefühl habe, da kann ich so viel erforschen und kennenlernen, ist so in die Stille gehen und einfach in die Meditation zu gehen und mich da zu üben. Und auch so in diese Körpermeditation einfach, ich mache regelmäßig Yoga und bin dann immer sehr erstaunt, wie der Körper zu mir spricht und wie diese Beziehung zum Körper immer lebendiger wird. Also das ist ja auch etwas, was mich sehr, ja, sehr bereichert in meinem Leben. Was ist bei dir, Melanie? Was machst du gern? Im Prinzip das Gleiche, was ich früher gemacht habe, gern, aber anders. Ich spüre mich einfach gern. Also wenn ich am Berg um bin, nachher bin ich nur bei mir. Und wenn ich tanze, dann verschmelze ich mit der Musik. Und wenn ich Menschen damit zuhören lasse, dann spüre ich das auch. Also ich spüre mich einfach gern. Bei dir, Benedikt? Was ich gern tue, ist Zeit mit der Familie verbringen, mit den Kindern. Die sind auch gerade in einem ganz lässigen Alter, wo man viel unternehmen kann miteinander. Und wo sie sich auch freuen, wenn ich heimkomme und so. Das ist einfach nett. Und ich tue gern garteln, ganz gern garteln. Und die Karin hat den Weg schon ein bisschen gelegt. Also seit einigen Jahren gehe ich ganz gern immer wieder in die Stille. Das kann jetzt an Abenden sein oder auch ein, zweimal im Jahr für mehrere Tage, um immer so ein bisschen, ja, den Blick auf mich selber zu richten, ein bisschen bewusster zu werden, ja. Doch was ist nun genau Achtsamkeit und wie Sie alle berichtet haben, so in die Stille gehen? Karin Kanadze gibt uns hierzu eine Erklärung. Die Achtsamkeit ist ja genau diese Fähigkeit von uns Menschen, die wir alle in uns haben, mehr oder weniger gepflegt und kultiviert, die uns hilft, diesen Freiheitsraum wieder zu finden, also dass wir nicht ausgeliefert sind unseren unbewussten Mustern. Und Sucht ist einfach, würde ich jetzt einmal so sagen, ein Muster, das entstanden ist aus unterschiedlichen Gründen, immer eine Not dahinter. Das hat auch ganz viel mit Flucht vor dem zu tun, was jetzt vielleicht zu schmerzvoll ist oder was einfach nicht zum Ertragen ist und das über lange Jahre dann gepflegt, dieses Muster, und dann führt es in eine Sucht. Und die Achtsamkeit kann wie ein Schlüssel sein, so irgendwie zum Dableiben bei dem, was jetzt ist, das Aushalten, das Beobachten ist ganz, ganz wichtig, nicht bewerten und auch einen liebevollen Blick drauf haben, um aus diesem Muster auszusteigen, um als Autopilot nennt man das auch, also aus diesen automatischen Reaktionsmustern. Und die Achtsamkeit ist etwas, was in der Suchttherapie die letzten Jahrzehnte sehr viel Einzug genommen hat. Und wir haben uns ja, wie vorher schon erwähnt, sehr, auch privat sehr mit diesem Thema beschäftigt. Und dann war das natürlich ein Riesenglück, dann in der Arbeit auch Kollegen zu finden, die auch da Feuer gefangen haben. Und so haben wir das auch mehr und mehr in unser Team reingebracht, haben uns da fortgebildet über die letzten Jahre und haben meditieren oder machen 5 Minuten Stille vor den Teamsitzungen, was ganz einen großen Effekt hat, diese 5 Minuten, um uns zu zentrieren, um zu schauen, um was geht's jetzt wirklich und auch, wo gehen wir um. Wir machen diese Achtsamkeitsgruppe, die ich erwähnt habe. Das ist eine offene Gruppe für alle Interessierten, die jeden Dienstag stattfindet, um 7:30 in der Gänsbacher Straße in unserem Therapieraum. Und wir machen mit den Menschen, die bei uns sind, die das wollen, auch so als Therapiebaustein, so gerade letzte Woche haben wir das gemacht, so 2 Tage ein Achtsamkeitsretreat, wo da ganz in die Tiefe gegangen wird und einmal so erfahren werden kann, was das heißt, weil das ja etwas ist, wo man nicht theoretisch, kann man darüber reden, aber spüren, was es heißt, kann man nur, wenn man es einfach ausprobiert und öfter ausprobiert und das pflegt, was für Wirkung das haben kann. An dieser Stelle passt doch gut ein Song der Gruppe Hochideen mit dem Titel Aus der Falle rollen. Und da geht es um Gefühle. Sind die Gefühle peinlich, ach, manchmal weinig, einfach drauf los. Manchmal zerspring ich, fast und dann sing ich, einfach drauf los. Das sag ich dir lieber gleich, sonst ist die
das ist mir zu eng. Manchmal scheine ich, dann ich über, dann bin ich wieder ein Wrack. Das sag ich dir lieber gleich, dann ist die Katze aus dem Sack. Brauch dich nicht zu genieren, schlag's dir aus dem Kopf. Brauchst du Kontrolle, Achtung, ich rolle aus der Falle raus. Ich sag's dir lieber gleich, ich falle aus der Rolle. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Meine Damen und Herren, in der heutigen Sendung mache ich mit Ihnen einen Rückblick auf das letzte Sendungsjahr. Ein vielfältiges Jahr. Und was fällt mir denn da jetzt noch für eine Sendung ein? Ja, lassen Sie uns zurückblicken auf die Sendung Nummer 37. Zu Gast bei mir im Studio waren damals Mitglieder des Tiroler Kerngruppenvereins, also der Vorstand war eigentlich zu Gast, Florian Birschner, Marco Falkner und Egon Lamprecht. Und das Thema der Sendung war Empowerment. Hören Sie mal, um was es geht bei diesem Verein. Die Idee stammt von einem Geburtstagsfestel zu Ehren von dem Florian. Und das hat der Andi Birschner und die Martha Birschner gemeinsam mit dem Florian immer veranstaltet, jetzt schon viele Jahre. Und wir waren da immer eingeladen. Und da hat sich eine Kerngruppe gebildet, nämlich der Florian, der Marco und ich. Und eines Tages ist der Florian gekommen und hat gesagt, so, wir sind eine Kerngruppe und jetzt wollen einmal wir was für andere tun. Warum? Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, ja gut, dann machen wir das, dann gründen wir einen Verein und schauen, wer da mitmacht und was könnte die Idee sein. Aha, für andere, also sozusagen Menschen mit Handicap sind für andere Menschen mit Handicap da und machen verschiedene Aktionen. Mhm. Florian, die Idee, was gerade so der Egon da beschrieben hat, oder? Die ist echt so ganz spontan von dir gekommen, hey, wir machen jetzt was für andere, oder wer? Ja. Das heißt, hast du was anderes schon gehört gehabt oder gesehen gehabt, oder ist das echt so, dass du denkst, na okay, und jetzt machen wir das? Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir angefangen haben, habe ich seit 2010 habe ich immer überlegt, dass ich den Verein gründen möchte. Sind wir zusammengekommen, miteinander, haben wir einmal im Frühjahr
Mitte März haben wir ein Vorbesprechen gemacht, wenn die Feier vorbereitet. Mhm. So haben wir es angefangen im Jahr 2010. 2010 habe ich es angefangen? Ja, am Anfang. Boah, das ist ja 5 Jahre schon her. Lange Zeit, lange Zeit. Aha, okay. Und Marco, du, wann bist du dazu gestoßen? War das auch schon gleich am Anfang, 2010 dann, dass du sagst? Nein, ich bin ein bisschen später gekommen. Und der Florian war eigentlich derjenige, was zu mir gesagt hat, du, Marco, du bist ein guter Freund von mir. Wir müssen das gemeinsam schaffen. Ich habe gesagt, okay, redest du das mit dem Egon ab? Und ich schaue um einen Termin. Und dann haben der Egon und ich und der Florian einen Termin gemacht beim Landeshauptmann. Und dann ist es so gut gekommen, dass der Tag da offen dir war. Und der Egon und ich und der Florian sind nach ein paar Tagen offen dir eingegangen und haben die Statuten eigentlich unterschreiben lassen. Okay. Und so sind wir zum Verein gekommen. Und genauer um was es geht bei diesem Verein, formuliert Egon Lamprecht folgendermaßen. Wir überlegen uns Aktivitäten, die wir selber gut gestalten können. Das heißt, mir geht es darum, die beiden zu begleiten. Sie bringen Ideen ein, sorgen für bestimmte Identität, zum Beispiel den Ankauf von Vereinsjacken oder T-Shirts mit einem bestimmten Emblem drauf. Und damit treten wir nach außen und machen soziale, bisher jetzt einmal soziale Projekte, so Weihnachtsaktionen, zum Beispiel für das Sozialzentrum in Mils, wo wir so 150 Sackeln jetzt letztes Weihnachten gefüllt haben mit Spenden. Und die beiden stellen, also mobilisieren andere Freunde, Verwandte, Bekannte, treiben Spenden auf und treffen sich wirklich selbst organisiert und eigenverantwortlich in einer großen Verlässlichkeit und mit Ideenreichtum und setzen das um. Man hilft im Hintergrund natürlich, alle sind in wunderbare Familien eingebettet, das muss man schon mal sagen, auch vom Freundschaftskreis her. Aber die beiden haben die Ideen und wir helfen halt im Hintergrund ein bisschen dazu, das umzusetzen. Und das gelingt sehr, sehr gut. In der 40. Sendung war Silvia Hummel, die stellvertretende Leitung der Telefonseelsorge Innsbruck, zu Gast. Und der Titel war Krisen mit und ohne Ende. Was dieser Titel genau mit der Telefonseelsorge zu tun hat, erklärt uns Silvia. Was umschreibt die Situation unserer Anrufer möglichst kurz und bündig? Und wenn ich jemandem erzähle, ich arbeite bei der Telefonseelsorge, dann denken ganz viele Menschen gleich an schlimme Situationen, an Krisen, an Suizid und an das, dass wir Anrufer haben von Menschen, denen es deswegen schlecht geht, weil es momentan ganz furchtbar in ihrem Leben ist. Und das stimmt nur zum Teil. Also wir haben natürlich solche Anrufe, aber wir haben ganz, ganz viele Anrufer auch, denen es nicht nur jetzt schlecht geht und das keine Krise ist, die für mich per Definition ein Anfang und ein Ende hat. Also eine Krisenzeit ist eigentlich nie so lang. Aber Menschen, die uns anrufen, sind oft eben in ganz langen Krisenphasen und beziehungsweise in Phasen in ihrem Leben, wo es ihnen ganz schlecht geht und das lang, also bis zu Jahren andauert. Und darum bin ich auf das gekommen, dass diese Krisen eigentlich oft anscheinend kein Ende haben. Rund um dieses Thema haben wir bei der Sendung ganz viel geredet. Es ist auch um die Qualität der Mitarbeiterinnen bei der Telefonseelsorge gegangen. Das, was Telefonseelsorge auch auszeichnet, ist das, dass da Leute sitzen, die eine Ausbildung haben, nämlich unsere Ausbildung, die dauert circa ein Arbeitsjahr, aber die keine Fachleute in dem Sinn sind, dass sie das studiert haben, keine Psychologen, keine Therapeuten, die einfach Menschen sind, die sich für andere Menschen interessieren, die
sich ehrenamtlich engagieren wollen, aus unterschiedlichsten Gründen. Also manche schon auch als Berufsvorbereitung oder als Praktikum für eine Ausbildung, die so dazu kommen, aber auch welche, die zum Beispiel sagen, mir geht es so gut, ich habe so Glück in meinem Leben und ich will irgendwas zurückgeben. Und die sich aus dem Grund melden. Und die sind vom beruflichen Hintergrund wirklich fast alles, was man sich vorstellen kann. Also die kommen aus den unterschiedlichsten Berufen, aus dem Handel oder aus Bürotätigkeiten und Frauen, die daheim sind bei den Kindern oder Pensionisten, die irgendwie da eine sinnvolle Tätigkeit sehen. Also das ist ganz unterschiedlich und das ist, glaube ich, ganz eine große Qualität der Telefonseelsorge, dass da unter Anführungsstrichen ganz normale Menschen sitzen, die auch auf dieser Ebene den Menschen, die anrufen, begegnen. Interessant war für mich auch die Schilderung von der Silvia bezüglich der Veränderung der Mitarbeiterinnen. Also was verändert sich, wenn jemand länger Mitarbeiterin ist? Man hört was und denkt sich selber sofort seins und will das sagen und hört aber damit zwei Drittel von dem, was der andere sagt, hört man schon nimmer, weil man selber schon in seiner Spur ist. Und das ist ganz viel Übung auch, sich da zurückzuhalten und sich wirklich auf den anderen einzulassen und zuzuhören, was der sagt. Und wir sagen immer, je länger jemand mitarbeitet, umso weniger redet er am Telefon. Und das ist wirklich so. Passend zur Zeit damals, also Dezember 2015, ist bei der 43. Sendung um das Thema Weihnachten gegangen. Sabrina Schrettl war zu Gast bei mir, eine Weihnachtsliebhaberin oder Christbaumschmuckliebhaberin. Ja, eigentlich hat das schon mit so 7 angefangen, wo ich eigentlich dann selber gesagt habe, ich will meinen ersten Christbaum. Und das eigentlich so, wie es die Mutti hat, und zwar mit alten Christbaumschmuck. Und da habe ich nachher zur Erstkommunion mal alten Christbaumschmuck gewünscht und der hängt jetzt immer noch am Baum und hat sich natürlich in den Jahren vermehrt, sodass ich eigentlich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 2 Christbäume machen könnte, aber ich liebe. Vor allem in alten. Du, und was liebt man da dran? Ja, irgendwie, es hat einfach alles Erinnerung. Also du erinnerst dich wieder, wie du klein warst, wie du mit der Oma noch gefeiert hast und es gehört einfach irgendwie das Grün einfach dazu, was draußen irgendwie weiß. Teilweise, wenn es jetzt nicht schneit, schaut es eher trist aus. Und dann hast du einfach das Grüne, nette, dekorierte. Und das hat nachher halt die passende Stimmung irgendwie zu Weihnachten dazu. Gleich wie die Plätzchen halt. Das gehört irgendwie dazu. Und dann halt, wie die Familie halt zusammensitzt, das ist halt irgendwie dann Weihnachten. Also nicht für die Geschenke, sondern einfach das Drumherum. Ich mag das schon genauso gern, dass es einmal warm ist und man eben das Grüne genießen kann, aber Weihnachten dadurch, dass du wirklich einmal auf dich auf was besinnst und eigentlich darüber nachdenkst, wie es Jahr verlaufen, weil es eigentlich Jahresende ist und alle wieder zusammensitzen, ist eigentlich schon die schönste Zeit, weil dann warst du eigentlich, die Familie steht nur zusammen hinter dir und du kannst es einmal richtig genießen. Weil du einmal ein paar Stunden hast, weil unter dem Jahr ist halt doch manchmal stressig, auch natürlich in der Weihnachtszeit. Aber die paar Stunden ist so wie, die Zeit bleibt halt irgendwie da stehen, sozusagen. An dieser Stelle wieder Musik der Gruppe Trio Tangango. Thank you.
Meine Damen und Herren, Sie hören die 48. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute eine Jubiläumssendung, 4 Jahre gibt es die Sendung schon. Und ich mache gerade einen Rückblick auf das letzte Sendungsjahr. Also wenn Sie Näheres zu dieser Sendung oder auch zu den vergangenen Sendungen hören oder nachlesen wollen, gehen Sie auf www.sinn-los.at/sinn-los. Da können Sie alle Sendungen noch einmal nachhören und Sie können sich auch, wenn Sie wollen, auf einen Newsletter eintragen lassen und dann bekommen Sie noch weitere Informationen. Ja, wo schauen wir denn noch hin? Vielleicht auf die Sendung Nummer 45. Das Thema war Blickwechsel. Zu Gast bei mir im Studio waren Verena Brandner und Erik Hürtnagel von Verein Ipsum. Und die, ja, vielleicht lassen wir sie zuerst mal reden. Warum Blickwechsel, beziehungsweise was ist Ipsum? Ja, Blickwechsel beschreibt eigentlich ganz gut, was wir seit 12 Jahren inzwischen mit dem Verein Ipsum machen. Wir haben 2003 begonnen, Projekte zu konzipieren und umzusetzen, wo wir die Fotografie als Medium für Begegnung und Interaktion verwenden. Also das heißt, mit dem Fotografieren nicht nur Bilder machen, sondern mit dem Fotografieren Menschen zusammenbringen und dadurch Gespräche initiieren, die nicht stattfinden würden ohne Fotografie. Okay. Was heißt das Wort Ipsum überhaupt? Ja, das hat lang gebraucht, bis wir für unsere Arbeit einen Namen gefunden haben. Also schon 2, 3 Jahre, 4 Jahre, wo wir schon Projekte durchgeführt haben und immer nicht so klar waren, wie wir das Ganze jetzt nennen. Dann sind wir im Endeffekt wieder mal auf der Uni mit einer Professorin geredet, die Bea Gomez in Wien. Und mit der habe ich dann das Projekt so besprochen und dann hat sie gesagt, ja, warum, schau halt im Stohwasser nach, was hast du denn selbst? Und dann haben wir halt, ja, genau, Ipsum, also Ipse, Ipsa, Ipsum, wenn man aus Lateinjahren sich das in Erinnerung ruft. Und im Endeffekt geht es bei Ipsum darum, dass Menschen sich selbst ausdrücken und ihre Geschichten selbst erzählen. Und deshalb passt der Titel dann gut. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, geht uns ja nicht um den, also wie die Vera jetzt schon mehrfach gesagt hat, wir sind in einer Gruppe oder man ist in einer Gruppe, wo man sich sozusagen selbst ausdrückt und das präsentiert und quasi sich dann auch mit anderen austauscht über meinen Selbstausdruck oder auch über deren Selbstausdruck. Und da kommen dann wieder zu Blickwechsel sozusagen oder Perspektiven. Da stecken ja ganz viele Blicke, Perspektiven, Geschichten und Bilder alles da drinnen. Und die werden da geschrieben oder geredet oder wie auch immer. Also, und das ist ein sehr spannender Teil in der Arbeit. Weiters haben die zwei über ein aktuelles Projekt in Uganda gesprochen. Ja, wir sind jetzt gerade in Fort Portal in Uganda und werden das Projekt dort durchführen, und zwar in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen von JAWE. Das sind hauptsächlich Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen, die sich um Jugendliche und Erwachsene kümmern, die von HIV und AIDS betroffen sind. Was wir einbringen, ist unser Methodenrepertoire im Bereich fotografisch-visuelle Methoden. Und da geht es darum, dass die Gruppen, mit denen wir arbeiten, selber fotografieren aus ihrem Alltag, ihre eigenen Bilder im Bilddialog in den Gruppen austauschen, sich dadurch auch gegenseitig ermutigen, weil sie sich gegenseitig erinnern und erzählen, was sie für gemeinsame Herausforderungen im Leben haben, sich dadurch auch unterstützen können. Und insofern sind das also Selbsthilfegruppen, die mit ihren Geschichten dann in weiterer Folge auch in die Öffentlichkeit treten können und andere ansprechen können und ermutigen können, ihre Geschichten auch zu erzählen. Was bringt das im Endeffekt? Mehr Selbstbewusstsein, ein Vertrauen ins Leben. Also auch wenn man HIV hat, kann man, seitdem das Medikament verfügbar ist, auch leben und ein Leben planen und in die Zukunft schauen und miteinander diese Zukunft gestalten. Ja, und andererseits geht es aber auch genau diese Sichtweisen auch, sofern die Teilnehmerinnen das wollen, das auch nach außen zu tragen. Das heißt, dann auch eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Wie breit die Öffentlichkeit ist, das hängt natürlich sehr von den Teilnehmerinnen ab, wie die das wollen. Das kann dann eben auch durch Ausstellungen sein oder durch irgendwelche anderen Aktionen im öffentlichen Raum. Mhm.
Ja, und in der Kombination, also unser Team von Ipsum und das JAWE-Team und das Team von Perspektive für Kinder, wir machen ein gemeinsames Trainingsprogramm, wo wir uns gegenseitig trainieren in unseren jeweiligen Methoden. Und dadurch kommt eine neue Methodenbox raus, die dann auch weiterhin, auch wenn wir nicht mehr in Uganda sind, angewandt werden kann und in verschiedenen Kontexten erweitert werden kann auch wieder. Also wie Sie hören, ganz interessant. Vielleicht können wir ja die zwei noch einmal einladen, damit sie jetzt über das Projekt berichten können. Jetzt ist es ja schon vorbei, das heißt, jetzt könnte man so im Nachhinein so reflektieren drüber und schauen, ist das so eingetroffen, wie es erwartet worden ist. Aber lassen Sie uns nochmal weiterschauen zur Sendung Nummer 42. Da ist um das Thema seelische Qualitäten in der Pädagogik gegangen. Claudia Wenter und Tamara L.H. Havi waren zu Gast. Und ganz interessant, das eine eine Lehrerin, das andere eine Schülerin der Freien Waldorfschule Innsbruck. Ja, vielleicht lassen wir zuerst die Lehrerin sprechen, Claudia Wenter, über Waldorfschule und Unterschied zur Regelschule. Allgemein in der Pädagogik ist es ja so, dass es immer mehr um einfach nur Kompetenzenerwerb geht. Und da ist dann wirklich so, es gibt Kompetenzen, die müssen erworben werden, die werden abgefragt vom Lehrer und dann sollen die richtigen Antworten kommen. Bei uns ist ein ganz großes Hauptmerkmal, wenn so gefragt wird, ja, was macht denn Waldorfpädagogik aus? Ein besonderer Punkt ist, dass wir sehr viele Inhalte, die wir vermitteln, in Epochen vermitteln. Das heißt, in großen Blöcken, über 4 Wochen zum Beispiel großes Thema Pflanzenkunde, großes Thema Tierkunde oder Geschichte. Und das hängt schon damit zusammen, dass man sagt, da möchte man ganz tief in ein Thema eintauchen, mit den Kindern forschen und ihnen auch die Zeit geben, alles, was sie hören, alles, was man erzählt, mit ihnen erarbeitet, in die Nacht mitnehmen, dass sie das in die Nacht mitnehmen können, dass das auch noch einmal im Schlaf, im Seelischen arbeiten kann. Und so entwickeln sich dann eben erst Fragen. Und diese Fragen, mit diesen Fragen können sie am nächsten Morgen wieder kommen, sie aufs Tapet bringen und man kann mit diesen Fragen wieder weiterarbeiten und kann somit halt wirklich in die Tiefe gehen. Uns ist einfach wichtig, dass wir dann in der Gemeinschaft wirklich auch zum Forschen kommen. Und das gelingt sehr oft und wenn das gelingt, dann ist man als Lehrer natürlich sehr glücklich, weil das sind so diese ganz besonderen Momente, wo man dann sieht, ja, jetzt ist es angekommen. Und jetzt, glaube ich, ist ja ganz wichtig, nachdem die Lehrerin zu Wort gekommen ist, dass auch die Schülerin zu Wort kommt und ihre Sichtweise einfach sagen kann, wie sieht sie das als Schülerin der Waldorfschule? Tamara. Ja, dass unsere Schule eigentlich recht normal ist, außer dass wir in der Oberstufe zum Beispiel ziemlich viele Praktikas haben, was ich sehr toll finde. Und eben in dem Epochenunterricht. Und ja, dass sich halt die Lehrer Mühe geben, dass man das Ganze halt mehr ohne Druck und so lernt. Mhm. Und normal heißt, es gibt ganz genau so ein Notensystem? Ja, also man bekommt eigentlich nur ein schriftliches Zeugnis. Mhm. Aber wenn man es will, dann bekommt man natürlich auch Noten und ja. Mhm. Also du kannst dich schon verlangen und man bekommt zwar immer nur schriftliche, aber die Lehrer haben sich das Notenzeugnis auch aufgeschrieben, wenn du zum Beispiel in der 8. Klasse wechseln willst oder sowas und du das Zeugnis von der 4. Klasse noch brauchst, dann haben das die Lehrer natürlich. An dieser Stelle wieder Musik der Gruppe Hochideen mit dem Titel Zeitlauf. Warum laufe ich meiner Zeit davon und hinterher? Ich hole sie ja durch die Stadt und schneller werde ich auch nicht sein. Warum lade ich meine Zeit nicht einfach ein, hier bei mir zu sein? Lauf ihr hinterher oder auf dass ich sie fange oder jetzt komm. Ja, ich spiel fangen mit der Zeit, mit der Zukunft und mit der Vergangenheit. Immerhin ich bin schneller als das, was schon war. Und die Zukunft ist schon zum Greifen nah. Sie sagt, ich wollte dich nur mal aus der Nähe sehen. Ich sage,
Nun möchte ich noch gerne Andrea Kepplinger zu Wort kommen lassen. Andrea war in der Sendung 46 zu Gast und da ist gegangen um Sportpsychologie, Leistungsoptimierung im Spitzen- und Breitensport. Und sie hat Folgendes gesagt zu Sportpsychologie bzw. zum Thema Selbstwert. Ich vergleiche das oft im Einzelcoaching mit einem Haus. Und wenn das Haus kein Fundament hat, dann bringt es nichts, wenn ich durch ein Entspannungsverfahren, jetzt im übertragenen Sinne, das Dach auf das Haus baue. Das heißt, das Fundament eines jeden Athleten, ja eigentlich auch eines jeden Menschen, ist natürlich der Selbstwert. Und auch oft im professionellen Sport ist es dann so, gerade diesen Selbstwert verlieren dann viele Athleten, wenn es schwierig wird, wenn sie selbst an sich zweifeln, vielleicht gerade in Verletzungen. Und da ist natürlich auch das professionelle Coaching ganz ein wichtiger Stellenwert und ganz ein wichtiger Punkt. Du im Coaching hast, was machst du da? Was ist überhaupt oder was macht überhaupt Sportpsychologie? Sportpsychologie prinzipiell fördert die Leistung eines Athleten, eines Teams, eines Einzelsportlers, eines Trainers, eines Coaching-Stabes, eines Vereins bis in die höheren Etagen, um am Tag X wirklich die Leistung erbringen zu können. Und für die vielleicht Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, was das ist, da gibt es verschiedene Bereiche. Das Einzelcoaching, 1:1 Arbeiten mit dem Athleten, in der Off-Season wird es genannt, einmal vielleicht auch Ziele zu erarbeiten, zu überdenken, die letzte Saison Revue passieren zu lassen, was war gut, was war weniger gut. Und der zentrale Punkt an der Sportpsychologie ist wirklich die Stärken, ressourcenorientiert arbeiten, den Athlet wirklich auch den Selbstwert greifbar machen. Und im Einzelcoaching, das geht vom Nachwuchsathlet, ich habe Athleten, die sind 12, junge Kletterer, bis hin zu Nationalathleten, werden auch psychoregulative Mechanismen vermittelt, das heißt Entspannungsverfahren, wie kann ich denn überhaupt meinen Körper, den ich ja immer trainiere und dem vielleicht selten einmal eine Ruhe bringe, wieder ausruhen lassen. Das heißt durch verschiedene Entspannungstechniken oder auch Visualisierungen. Das heißt beim Fußball zum Beispiel, wie visualisiere denn den perfekten Schuss oder den perfekten Elfmeter? Denn das Gehirn lernt ja auch. Und wenn ich mir viel im Kopf durchdenke, mit allen Emotionen, mit so viel Details wie möglich, glaubt ja auch dann auch mein Körper, die Situation, die kenne ich ja, die ist mir ja nicht fremd. Und dann rufe ich natürlich das, das ich öfter geübt habe, gleich einmal schneller ab. Und im Bereich des Teamcoachings, des Gruppencoachings, gibt es natürlich auch die negativen Dinge wie Konflikte und Kommunikationsförderung. Und weiter ist bei der 46. Sendung noch um das Thema Kontrolle und Ziele gegangen. Und auch hier möchte ich gerne Andrea Kepplinger zu Wort kommen lassen. Das heißt, wenn ich mir wirklich ein Ziel setze, darauf hinarbeiten, mich kontrolliere, dann habe ich das in der Hand und niemand anderer. Das ist ganz ein wesentlicher und zentraler Punkt, natürlich auch im Bereich des Sports oder in Lifestyle-Dingen wie Diäten zum Beispiel. Wenn ich das für mich selber kontrolliere und mir ein Ziel gesteckt habe, was ein weiterer Punkt ist, auch der Interpretation, und Hindernisse überwinde, dann steigt natürlich mein Selbstwert unglaublich. Weil wenn ich mir ein Ziel stecke, das sollte natürlich realistisch sein. Mhm. Das ist ein weiterer Teilpunkt auch der Sportpsychologie, dass viele zu hoch gesteckte Ziele haben und dann alles dafür geben, um das Ziel zu erreichen. Und wenn sie es dann, was ja im Nachhinein logisch ist, weil es zu extrem ist, nicht erreichen, sinkt die Motivation. Mhm. Und dasselbe mit zu leichten Zielen. Ich muss fast nichts tun und erreiche das, ja, dann habe ich ja keine Motivation. Das ist auch, um den Bezug zur Sportpsychologie zu sehen, oft interessant, da Trainer andere Ziele haben wie ihre Teams, also die Mannschaft selber. Und da ist oft die Kommunikation natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Und das Sprechen und Absprechen von Zielen, denn nur gemeinsam ist ja ein Team stark. Ich meine, der Spruch ist zwar schon ziemlich ein gelupfter Drops, wenn man so schön sagt, aber trotzdem ganz ein wichtiger Punkt. Und zum Salz des Lebens ist mir dann noch was eingefallen. Das sind natürlich sehr hoch emotionale Ereignisse. Egal, wenn ich ein Sportler bin, ich habe ein negatives Ereignis, das prägt mich. Aber auch ein sehr positives Ereignis prägt mich natürlich auch.
Und das sind die hochemotionalen Bereiche, die wie das Salz in der Suppe oder das Salz des Lebens natürlich sein, in dem ich immer wieder gerne oder auch vielleicht nicht so gerne zurückerinnere. Meine Damen und Herren, nun sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Auch eine Jubiläumssendung hat ein Ende. Jubiläumssendung zum vierjährigen Bestehen der Sendereihe Der existierende Mensch. Mit vielen, vielen verschiedenen Beiträgen aus den letzten Sendungen des letzten oder des vergangenen Sendungsjahres. Das heißt, wenn Sie Näheres zu den Sendungen hören möchten, dann bitte einfach auf www.sinn-los.at/sinn-los gehen. Da können Sie auch die Sendungen in voller Zeitgröße noch einmal nachhören. Ich glaube, es lohnt sich. In der nächsten Sendung wird Michael Mattersberger zu Besuch sein von der Gesundheitsschmiede. Also wird sicher auch wieder ganz interessant werden. Also schalten Sie wieder ein. Dann am Donnerstag, den 2. Juni, wieder von 20 bis 21 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend und zum Ausklang noch zwei Lieder, sowohl von Orchideen als auch von der Gruppe Trio Tangango. Danke fürs Zuhören. Sie hat Sterne im Nabel und ein Herz mit 7 Türen. Niemand weiß, wohin sie führen. Sie hat so einen klaren Blick, viele Schrecken. Auch die Herzen der härtesten Knochen hört man schon von weitem pochen. Nur Gerüchte.
ihre Haare sind silber und aufrecht ihr Gang. Wenn du ihr begegnest, zieht sie dich in ihren Bann. Viele Geschichten ranken sich um sie, aber nie. Wahre Geschichte, alles war nur Gerüchte. Geheimnis mit sich herum.